Superman. Er ist pfeilschnell, mega stark, kann fliegen, hat den Hitzeblick, den Eisatem, das Supergehör und. Alles Eigenschaften, für die ihr Videospielhelden wie Mario, Sonic, Mega Man und Co. nur müde belächeln könnte. Und trotzdem, der Mann aus Stahl bekleckert sich in keinem seiner Auftritte für Heimkonsole und PC mit Ruhm. Die bleiben dem motivierten Spieler nämlich höchstens aufgrund der Qualen, die er beim Durchspielen erleiden musste, im Gedächtnis. Wir haben uns 10 besonders grauenhafte Exemplare angesehen und wünschen nun allen, denen dieser Schandfleck der Videospielwelt bisher entgangen ist, viel Spaß. Auch wenn wir beim Spielen keinen hatten. Sein Debüt in einem Videospiel feierte der Superheld 1978 auf dem Atari 2600. Naja, wirklich zu feiern gab's da erstmal nichts, denn Lex Luthor hat doch tatsächlich die Brücke von Metropolis in ihre Einzelteile zerlegt. Als pflichtbewusster Bürger kann das Clark Kent alias Superman natürlich nicht einfach so hinnehmen und verschwindet in der nächsten Telefonzelle, um sich sein Cape überzuwerfen. Von da an ist es unsere Aufgabe, die Brücke Stück für Stück wieder zusammenzusetzen. Nebenbei bringen wir das Gesocks von Metropolis Straßen hinter Gittern, umgehen fiese Kryptonitfallen und... Nein, das war's eigentlich auch schon. Wäre das nicht schon langweilig genug, zwingen uns spätestens die auch ohne Supergehör kaum zu ertragenden Soundeffekte zur Aufgabe. Superman kann überall auf der Erde fliegen? Falsch, nicht auf dem NES. Da kann er in den meisten Arealen nur außerordentlich hoch springen. Auch die wenigen anderen Superkräfte, die wir im Spiel von 87 zur Verfügung haben, dürfen wir immer nur stark limitiert einsetzen. Im Großen und Ganzen läuft es also darauf hinaus, dass wir mit einem kleinen, dicken, typisch japanischen Clark Kent durch die Gegend ziehen und Bösewichte verdreschen. Dabei stecken die auch noch meist mehrere Schläge ein und teilen ordentlich aus, bevor sie in die ewigen Jagdgründe eingehen. Freiheit und Allmachtsgefühl, wie man es von Superman erwarten könnte? Keine Spur. Dafür kann Superman mit der Freiheitsstatue sprechen. Was zur... Ach, egal. Während wir die unnötig langgezogenen, inhaltslosen 5 Levels durchstreifen, kommt dank der fehlenden Abwechslung höchstens Langeweile und Müdigkeit auf. Wer The Man of Steel wirklich spielen will, sollte zumindest Nerven aus Stahl haben. Uns jedenfalls würde es nicht wundern, wenn bei diesem frustrierenden und wenig spektakulären Gameplay das ein oder andere Spielmodul aus dem Fenster geflogen ist. Immerhin kommen irgendwann neben den todlangweiligen, an den Sega-Klassiker Space Harrier erinnernden Flugabschnitten auch noch Aufgaben wie das Eskortieren von Space Shuttles in einem Asteroidenfeld. Wer es bis dahin durchhält, könnte aber durchaus etwas masochistisch veranlagt sein. Den Eindruck haben wir übrigens auch von Daily Planet-Mitarbeiterin und Supermans Liebschaft Lois Lane. Anders können wir uns nämlich nicht erklären, warum sie sich in diesem Teil nicht nur immer wieder in Gefahr begibt, sondern auch noch ständig entführen lässt. Superman für den N64 wird als eins der schlechtesten Spiele aller Zeiten gehandelt. Die Grafik mit dem zu langsam nachladenden Nebel war schon für damalige Verhältnisse enttäuschend, von der Steuerung ganz zu schweigen. Hakelig, ungenau und unrund windet sich der Held von Krypton durch die Lüfte. Das Spiel umfasst zwar ganze 14 Levels, die sind es aber allesamt nicht wert, gespielt zu werden. Das endlose durch die Ringe fliegen macht den Großteil der Spielzeit aus und geht uns bereits nach der ersten Minute gehörig auf den Keks. Rumlaufen, Autos rumschleudern und Schurken verdreschen darf der Gute dann zwar auch noch, aber soweit wollen es die wenigsten Spieler überhaupt schaffen. Die repetitive Spielmechanik ist Kryptonit für jeglichen Spielspaß. 2002 erschien The Man of Steel exklusiv für die erste Xbox und wir sind froh, dass sich der Titel nicht auch noch auf anderen Plattformen rumtreiben durfte. Die Steuerung des Helden ist nämlich derart ungenau, kompliziert und ruckelig, dass uns die Kämpfe in der Luft beinahe in die Luft gehen lassen. Zu allem Überfluss besteht auch noch der Großteil des Spiels aus eben diesen. Abwechslung ist nicht. Auf den Boden kommen wir fast nie, auch wenn wir da wenigstens ordentlich laufen könnten. Außerdem bewegt sich Superman super langsam. Abhilfe schafft da zwar die Supergeschwindigkeit, mit der schießen wir aber dann meist an unserem Ziel vorbei. Die Steuerung nervt von der ersten bis zur letzten Minute. Na, immerhin ist es kurz. Zu Land, zu Wasser und in der Luft strapaziert Superman auf dem Gameboy unsere Nerven. Denn die Steuerung ist im Flug alles andere als eingängig, zudem ungenau und wahnsinnig umständlich. Während wir durch die Levels jagen, beschießen uns ständig Lex Luthors Schergen. Mit dem richtigen Timing können wir deren Kugeln zwar direkt wieder zurückschlagen, aber um das erstmal zu finden, stirbt der eigentlich doch unverwundbare Held jede Menge Tode.
Die Fluglevels machen es da nicht besser. Hier schlagen wir uns mit den gleichen Problemen wie am Boden herum und stürzen zudem auch noch ständig ab. Dazu kommen sinnlos in der Luft hängende Granaten, die uns das Leben schwer machen. Wäre das nicht albern genug, fliegen zudem auch noch lauter Diamanten durch die Gegend, die einen Teil der verlorenen Energie wiederherstellen. Super unsinnig und super unspaßig. Sagenhafte 210 Quadratkilometer umfasst die komplett offene Spielwelt in Superman Returns. Schade nur, dass es so gar keinen Spaß macht, sich darin rumzutreiben. Die Quests sind langweilig und ähneln sich alle stark. Selbst innerhalb einer Mission wiederholen sich unsere Aufgaben in einer quälenden Endlosschleife ohne Abwechslung. Hunderte Fließbandmeteoriten mit dem Standardangriff erledigen? Nein, danke. Und im frei begehbaren Metropolis warten drei, ja richtig, ganze drei Nebenbeschäftigungen auf uns. Unglaublich! Die facettenreiche Steuerung funktioniert zwar ganz gut, aber da wir alle Gegner auch mit der Grundkombo erledigen können, brauchen wir den Großteil der Möglichkeiten gar nicht. Auch hier ist das Beste, dass Superman dank der kurzen Spielzeit nicht allzu lange Runden über Metropolis drehen muss. Auch das Sega Genesis blieb nicht von einem Auftritt des Superhelden verschont. Okay, ganz so schlecht wie viele andere Spiele hier in diesem Video ist Superman The Man of Steel eigentlich nicht. Auch wenn das abwechslungsarme Gameplay und die wenig einfallsreiche Story anderes vermuten lassen würden. Ist der Schurke Brainiac ausnahmsweise mal nicht damit beschäftigt, die Hauptstadt von Supermans Heimatplaneten Krypton zu schrumpfen, dann entführt er eben dessen Angebetete. Um die Prinzessin, die Reporterin, aus den Klauen des Bösen zu befreien, folgen wir dem grünen Fiesling sogar bis in seine Weltraumstation. Dabei rennen wir am Boden oder fliegen wie in einem extrem schlechten, seitlich scrollenden Shoot'em-up durchs All und holen dabei unsere Widersacher ständig mit dem Hitzeblick vom Himmel. Immer und immer wieder. Gern. Noch ein Superman The Man of Steel. Für das Master System erschien es bei uns in Europa im gleichen Jahr wie die Genesis-Version. Inhaltlich waren die beiden nahezu identisch, aufgrund der schwächeren Hardware-Leistung musste die Master System-Variante aber einige Abstriche machen. Neben der schlechteren Grafik wurden auch die vertikalen Shooter-Einlagen gestrichen, Fähigkeiten wie der Superpunch einfach wegrationalisiert und die Menge an Gegnern, die gleichzeitig über den Bildschirm hüpfen, wurde auch deutlich nach unten geschraubt. Letzteres tat dem Spieler aber wohl eher einen Gefallen, denn mit einer gefühlten Schlagreichweite von 2 cm war es beinahe unmöglich, Widersacher zu erledigen, ohne selbst einen Treffer einzustecken. Da kommen weniger Gegner gerade recht und verkürzen uns glücklicherweise auch noch die Spieldauer. In Countdown to Apocalypse versetzen die Schergen von Intergang die Bewohner von Metropolis an jeder Ecke in Angst und Schrecken und Superman muss sie natürlich retten. In der schrecklichen isometrischen Ansicht ist das Schlimmste die hakelige Steuerung. Genauso abwechslungsreich wie das Erscheinungsbild der Gangster, nämlich überhaupt nicht, gestaltet sich auch das Gameplay. Treffen wir auf eine Gruppe von Ganoven, vermöbeln wir alle schön der Reihe nach, setzen sie mit dem Hitzeblick, wahlweise auch dem Eisatem, außer Gefecht und befreien die Geiseln aus ihrer Gewalt. Danach geht's weiter, bis sich uns ein paar neue Gauner in den Weg stellen, die setzen wir außer Gefecht, befreien die Geiseln, ziehen weiter, bis wir auf ein paar neue Fieslinge treffen, die setzen wir außer Gefecht. Das war's dann auch schon mit Aufgabenvielfalt und unserem Bedürfnis, jemals wieder ein Superman-Spiel in die Hand zu nehmen.